Und jetzt gehen wir mal in diese Brecher-Thematik rein, die hier wohl aktuell existiert. Gestern hatte Mavix dazu ein Video gemacht und das wurde mir ans Herz gelegt, mir das mal anzusehen und das tun wir jetzt mal. Eieiei, Leute, okay, heute wird es sehr schmerzhaft für alle eingefleischten ACC-Fanboys, denn einer der bekanntesten und schnellsten ACC-E-Sportler hat eine Bombe platzen lassen, die es wirklich in sich hat. Und darüber wollen wir heute reden in diesem Video, denn ich habe ja vor kurzem auch ein Video gemacht, warum ich persönlich mich von ACC ein bisschen distanziere und warum ich neuen Content aufnehmen werde, mehr in andere Rennsimulationen reingehen werde. Und das war irgendwie gefühlt so ein Startschuss auch für andere Content Creator oder E-Sportler, sag ich mal, ihren Senf dazu zu geben. Auch ein Jadi hat schon einiges zu dem Thema gesagt, hat auch ein Video darüber hochgeladen und jetzt eben ist einer der bekanntesten und schnellsten ACC-E-Sportler, Dime McCormack, um die Ecke gekommen mit einem Tweet, hat eine quasi eine Bombe platzen lassen, wo er, ja, sag ich mal, ACC bzw. Kunos auch sehr scharf kritisiert. Ich will euch vorab aber bitte warnen, beziehungsweise darauf aufmerksam machen. Ich persönlich habe nicht umsonst 5.600, 5.700 Stunden mittlerweile in ACC und ACC ist mein Ding über die letzten Jahre gewesen, komplett zu 100%. Ich habe ACC geliebt, ich habe ACC viel zu verdanken und ich möchte nicht euch mit diesem Video irgendwie damit sagen, dass ACC scheiße geworden ist oder dass ACC sich nicht mehr lohnt oder irgendwas, auf gar keinen Fall, oder dass iRacing besser ist oder sowas, sondern ich möchte einfach nur über dieses Thema diskutieren. Wie hat ACC sich entwickelt über die letzten Monate und Jahre und ja, was sind auch meine Ansichten zu dieser Aussage, die der Herr Cormack da getätigt hat? Freunde, noch ein ganz kurzer Hinweis, es gibt momentan noch... Aber wir können doch das Kind einfach auch beim Namen nennen. Wir können doch das Kind beim Namen nennen und einfach sagen, dass es sich nicht schön entwickelt hat. Ohne das mit irgendwelchen Bewertungen oder negativ auszulegen, es hat sich einfach nicht schön entwickelt. Und ich denke, momentan ist es so, dass das zur Sprache kommt, weil der E-Sport, die SRO-Season ist fast zu Ende, wenn sie nicht sogar schon zu Ende ist. Nee, die ist noch nicht ganz zu Ende, aber da ist halt auch nichts mehr zu holen. Und die Entwicklung ist ja schon, also finde ich jetzt persönlich, die Entwicklung ist ja schon über ein paar Wochen bzw. Monate auch festzustellen. Wenn wir uns jetzt mal die Jansky-Videos auch nehmen, die für mich immer so ein bisschen Referenz sind, da sieht man ja auch schon immer so ein bisschen die Stimmung der Leute, die ist auch nicht gerade so rosig, also ist nicht mehr viel so hihihaha, sondern schon auch ein bisschen Druck dahinter und auch ein bisschen so Ausgelaugtheit. Es entwickelt sich nicht gut. Es entwickelt sich einfach nicht gut. Die Kommunikation mit Kunos ist nicht super schön. Die seit 1.9 und aufwärts, also letztes Jahr August war das, glaube ich, kam 1.9. Seitdem ist da auch, ja, hat sich da nicht mehr sehr viel zum Positiven verändert. Ich gehe ganz stark davon aus, dass dass dort sehr viel Arbeit in ACE Evo reingesteckt wird und somit halt auch ein bisschen ein paar Leute da abgezogen werden. Aber es fühlt sich halt auch so an, als wenn man von Entwickler ein bisschen ja, im Nirvana sitzen gelassen wird. Also ich kann das schon verstehen, wenn man da nicht mehr wirklich ja, viel Interesse hat. Wenn man das sehr viel macht, ne? Also man muss ja immer sagen, für Gelegenheitsfahrer, die hier und da mal eine Runde fahren, ist das alles immer gar nicht so wild. Aber wenn man sehr hart und viel fährt, ist das nicht so schön. Es fängt einer an und der Rest zieht mit, finde ich schlimm. Also ich möchte jetzt hier keinen Content Creator persönlich angreifen, niemanden. Ne? Ich möchte ja aber ganz kurz aus der Content Creator Sicht den Satz aufgreifen und dazu was sagen. Also wenn wir jetzt hier mal uns einen Mavix angucken, oder auch einen Jadir, deren Content besteht oder bestand größtenteils jahrelang aus ACC. Nehmen wir mal Bletten noch mit dazu, weil Bletten weiß ich, mit Bletten habe ich selber auch darüber gesprochen. Und das ist eine sehr, sehr große Misere. Es ist eine große Misere, weil du damit, du kannst dir damit als Content Creator und auch als E-Sportler kannst du dir so hart ins Bein schießen, dass du deine ganze Existenz in der Toilette runterspülst. Also alles, was du dir jahrelang aufgebaut hast, kannst du binnen in einer kleinen Entscheidung einfach ins Klo machen, spülen und dann ist es weg.
Ich nehme mich jetzt selber als Beispiel dafür, wenn ich mir meine Zahlen angucke, bei mir wird weitaus weniger iRacing geguckt als ACC. Was völlig normal ist, da iRacing schon über viele Jahre eine sehr eingefleischte internationale Community hat, nicht wirklich, also eine sehr große deutsche, plus wenn da so Leute reinkommen, neu, das dauert immer ein bisschen, bis man sich etabliert und das hat natürlich auch mit Einbußen zu tun, die Einbußen bringen dir halt finanziell Einbußen, deine Community kann dadurch auch kleiner werden, beziehungsweise kannst du davon Schaden nehmen, so. Wenn das jetzt einer macht, also meine Wenigkeit, ich habe das jetzt letztes Jahr im August habe ich das getan, den Schritt, und das war, war jetzt nicht so schön für mich, bin ich ganz ehrlich, aber ist auch okay für mich, weil ich kann mich selber nicht anlügen und ich möchte mich selber auch nicht anlügen. Wenn ich keinen Bock auf irgendwas habe, dann sieht man das im Stream und dann brauche ich das nicht streamen. Sind wir uns alle einig, dann schaltet ihr alle ab und gut ist und dann sagst du dir, komm, wenn du wieder irgendwann dich eingekriegt hast, kommst du wieder. Und für manche andere Menschen, die machen das weniger konsequent und da ist das ein schleichender Prozess. So, und jetzt gerade aktuell ist halt so eine Bewegung da, wo viele Events aufhören, ne? SRO ist vorbei, große andere E-Sport-Events sind vorbei. Und wenn einer geht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass viele wechseln und mit rübergehen, sehr hoch. Das heißt, du musst nicht unbedingt mit so viel Einbußen rechnen. Diesen Schritt zu gehen oder diesen Schritt zu tätigen als Content-Creator, der ist nicht einfach und bereitet sehr, sehr viel Bauchschmerzen und sehr, sehr viel Kopfschmerzen und wird das geplant, nur dass einige Menschen darüber nicht wirklich offen sprechen, weil sie das nicht möchten oder nicht die richtigen Worte finden. Und ich habe selber auch nie die richtigen Worte gefunden letztes Jahr, heute geht's, ne? Also ist ja auch ein Prozess, den man durchgeht. Und so fängt das halt an und das wird auch noch mehr und mehr und mehr und mehr und noch viel, viel mehr. Aber wir gucken erstmal weiter. Das ist jetzt nur mal kurz hier als Vorwort für die Thematik. Fette Rabatte bei Polesetter, zum Beispiel auf diesen Grid Club Hoodie. Da gibt es momentan noch 30€ Rabatt drauf. Nur noch für ganz kurze Zeit. Checkt unten den Link in der Videobeschreibung aus und gönnt euch auf jeden Fall zum Beispiel noch diesen hochqualitativen Polesetter Grid Club Hoodie. Vielen Dank für euren Support, Leute. Weiter geht's. Und zwar hat er in diesem Post gesagt, dass er sich momentan halt für das 24-Stunden-Nordschleife-SAO-Rennen vorbereitet und dass er, warum auch immer, er das jetzt in dem Zusammenhang sagt oder genau zu diesem Zeitpunkt, weiß ich nicht, aber er hat jetzt gerade das schlechteste GT3-Simracing-Erlebnis, was er jemals hatte. Und das ist natürlich schon eine Aussage, die ja irgendwie sehr, sehr krass ist. Das heißt, er stellt sogar einen Rennsport und auch ein iRacing, was er in letzter Zeit häufiger gefahren ist, ganz klar über ACC vom Fahrerlebnis, vom Fahrgefühl und was er alles damit in Verbindung bringt. Ja, und auch vom Spaß her natürlich, stellt er alles über ACC. Und das ist wirklich krass, denn Dyan McCormack ist auch jemand, der schon sehr lange in ACC dabei ist, sehr erfolgreich ist und auch, wie gesagt, einer der schnellsten ist hier in dieser Rennsimulation. Und warum kommt er zu diesem Entschluss? Also warum sagt er das jetzt genau? Und Entschuldigung, dass wir das hier unterbrechen. Ganz simpel, weil es halt katastrophal ist aktuell. Punkt. Also das muss man immer noch ganz klar deklarieren und auch sagen, es ist katastrophal. Nichts von dem, was du da rein von der Fahrphysik her machst oder von der ganzen Physik mit der Aufhängung und die ganzen Setups und das, also Setups sind ja noch schlimmer geworden, was heißt schlimmer, um schnell zu fahren, das ergibt alles keinen Sinn mehr. Also mit TC0 im Regen fahren ist halt einfach Nonsens. Es ist und bleibt einfach Nonsens. Und das wird ja auch von Mal zu Mal schlimmer, ne? Die Leute wollen ja schnell fahren, logischerweise. Und dadurch, dass sie ja schnell fahren wollen, versuchen sie immer das Bestmögliche rauszuholen. So, und jetzt stehen die Hinterreifen und Vorderreifen stehen, ich sag's halt immer übertrieben, so. Und du fährst mit TC0 und du fährst über einen Curb und dein Auto macht halt diesen hier. Dass dir das auf Dauer, also du fährst ja, man muss sich ja vorstellen, wenn du das jetzt 24 Stunden machst, fährst du 24 Stunden auf rohe Eier. Und das hat ja mit Rennfahren am Ende nicht mehr viel zu tun. Also, und ich rede extra davon,
so Split 1, in dem ganz, ganz schnellen Bereich, ne? Also wie gesagt, für Orte normalen Menschen ist das ganz weit weg, diese Thematik, ne? Aber für Leute, die jetzt ganz vorne mitfahren, ist das halt einfach nonstop rohe Eier fahren. Und dass das auf Dauer einfach keinen Spaß mehr macht, ja, du, da müssen wir uns ja nur alle nicht wundern. Wenn du auf den Curb fährst, und ist ja bei uns bei Yeet auch so, da sind Leute, die fahren das seit tausenden Stunden, und dann hast du einen Ausrutscher, dein Auto bounzt dich auf und dann ist dein Rennen halt einfach vorbei. So. Und dass du auf Dauer, wenn du das tagtäglich hast, hast du halt einfach irgendwann auch keinen Bock mehr darauf. So, weil das, was soll das? Ne? Logischerweise, da ist man dann halt schlecht drauf. Und du willst ja in deiner Freizeit, oder auch wenn du E-Sports machst, willst ja trotzdem Spaß haben an dem, was du da machst. Und da kann ich mir schon gut, sehr gut vorstellen, dass der Spaß halt irgendwann auch einfach flöten geht. Kommen wir jetzt auch zu einem Punkt, der schon wirklich häufig diskutiert wurde, auch von anderen Content-Creatern, von anderen E-Sportlern. Zum Beispiel auch ein Dizzy, der hat das Thema damals auch angesprochen. Deswegen ist er damals auch extra von ACC zu iRacing gewechselt, weil er sich überhaupt gar nicht mehr wohlgefühlt hat in ACC. Es war der Switch von 1.8 auf 1.9. Für alle, die sich nicht mehr ganz genau daran erinnern können, das war quasi das Update, ja, wo die gesamte Fahrphysik, wo gerade das Fahrwerk, also die Federung und wie das Auto arbeitet über Curbs und so, das sollte alles verbessert werden. Und das wurde auch verbessert und das hat sich auch erstmal gut angefühlt. Und auch diese ganzen Setup-Geschichten, die in 1.8 funktioniert haben, haben in 1.9 nur noch so bedingt funktioniert. Also es ging noch ein paar Sachen nicht. Da war ja immer zum Beispiel diese Full-Negative-Toe-Geschichte, dass man volle negative Spur gefahren ist und dadurch einfach schneller war. Viele Dinge sollten ja gefixt werden und verändert werden zum Positiven. In meinem Empfinden hat sich auch wirklich einiges zum Positiven verändert mit 1.9. Aber dieser Grundpfeiler von Fahrgefühl, Force Feedback, dieses Knackige, dieses schöne, ja, weiß ich nicht, dieses belohnende Gefühl aus ACC zum Beispiel. Ich gebe euch das perfekte Beispiel dafür. Früher bin ich unfassbar gerne Porsche auf Kyalami gefahren. Das war einer meiner absoluten Lieblingskombinationen. Die ist mit 1.9 beispielsweise komplett ausgestorben. Also ich habe auf vielen Strecken oder viele Fahrzeugstreckenkombinationen einfach nicht mehr so geil gefühlt und nicht mehr so einen Spaß gehabt vom reinen Fahren her, wie noch in 1.7 oder 1.8. Und ich glaube, darauf ist das Ganze bezogen, ja, dass mittlerweile einfach ja dieses Fahren, dieses am Limit fahren, also man darf natürlich auch nie vergessen, wir reden hier von einem E-Sportler, der das natürlich aus seiner Sicht sieht, das muss nicht für den, sagen wir mal, Gelegenheitsspieler irgendwie zählen oder wird es wahrscheinlich auch nicht. Aber wenn du natürlich am Limit fährst, dann musst du natürlich sehr viel Zeit investieren und dann brauchst du auch sowas wie eine gewisse Grundlage an Spaß oder Verständnis oder natürlich muss es auch einem liegen irgendwo. Und wenn es das nicht tut, dann bist du schnell frustriert und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mir ging es in einigen Situationen, jetzt gerade auch mit auf den Mustang bezogen, ist es sowieso bei mir so, das habe ich auch im letzten Video gesagt, dass ich wirklich nicht viel Spaß habe in ACC. Aber auch der neue Porsche zum Beispiel in ACC hat mir nie wirklich Spaß gemacht und hat sich für mich nie gut angefühlt. Und deswegen ist für mich mit 1.9 einerseits natürlich das Fahrgefühl durch das Fahrwerk und die ganzen Geschichten schon irgendwie besser geworden. Es fühlt sich in manchen Situationen besser an. Zum Beispiel auch auf Imola, wenn das Auto da einfach nicht mehr über die Würstchen direkt wegfliegt oder sowas und das einfach sich natürlicher anfühlt. Aber im Gegenzug haben sich andere Dinge gleichzeitig verschlechtert. Zum Beispiel das Force Feedback. In vielen Situationen ist es irgendwie deutlich schwammiger geworden und so. Und das Force Feedback ist auch sehr unangenehm geworden. Also da ist auch eine Menge flöten gegangen. Ich weiß auch nicht genau, was da passiert ist, aber das, also wenn du das jetzt fährst, ist das echt auch, ja, ich will nicht sagen leer, aber es ist doch schon sehr, sehr leer und gummiartig so. Ja, so könnte man das beschreiben. Das unterschreibt zum Beispiel auch ein Jadir, der sagt genau das Gleiche, die Kernaussage, dass 1.9 ja irgendwie ein Rückschritt war vom Fahrspaß, vom Fahrgefühl her. Und genau das Gleiche hat auch ein Dizzy gesagt, wo 1.9 rausgekommen ist. Ihm hat es einfach keinen Spaß mehr gemacht. Für ihn war das nur noch so wie Luftkissen fahren und das war nur noch so ein Brei, den er im Lenkrad gespürt hat. Für mich war es jetzt nicht ganz so schlimm. Ich habe mich versucht, irgendwie dran zu gewöhnen. Er spricht zum Beispiel auch dann genau explizit die Probleme an, die mich persönlich dann auch
hier und da wirklich nerven, zum Beispiel diese ganze TC-Off-Geschichte in vielen Situationen, dass du teilweise auch, wenn du aus Kurven raus driftest, also wir reden da teilweise nicht mehr von einem Slip-Angle, also dass das Auto halt, ne, einen gewissen Slip an der Hinterachse hat, man das Auto ja durch die Kurve durchrotieren lässt oder so, sondern ja, dass du teilweise wirklich mit einem Power-Slide hier und da aus Kurven raus oder rein oder was auch immer fährst, das fühlt sich einfach nicht gut und nicht natürlich an und das, ja, wenn man das nicht zulässt, sage ich mal, und in seinen Kopf reinlässt, dass man so fahren muss, wie es beispielsweise jetzt auch bei mir mit dem Ford ist, für mich fühlt sich das unnatürlich an und ich will das hier und da nicht irgendwie, obwohl ich weiß, dass man es machen muss, um schnell zu sein, kann ich es irgendwie nicht zulassen. Das ist ganz schwer zu erklären. Im Grunde genommen, ich versuche das mal euch zu erklären, im Grunde genommen willst du ja ein Auto fahren und du versuchst ja die reale Welt zu simulieren. So. Also, ob wir das jetzt zu 200% oder ne, umsetzen können, ist wieder das andere. Simulation hat natürlich immer, es gibt immer ein Stück weit, was zwischen Realität und Simulation fehlt. Ne? Aber du willst, also für mich persönlich, ich will nicht im Regen TC0 fahren. Und dann ist mir das auch wirklich egal, ob das schnell ist oder nicht. Ich will das nicht. Das hat für mich nichts damit zu tun, dass das das Schnellste ist, das ergibt für mich einfach keinen Sinn. Genauso wie die Setups keinen Sinn ergeben. Und jetzt kommen wir ja zu 1.8. Also 1.8 war geil. Du hast immer Grip gehabt, so. Das hat über einen ganzen Stint haben die Reifen gehalten, wenn du die nicht komplett tot gebraten hast, so. Ja, du hattest halt wirklich ein schönes Gefühl beim Fahren und dann konnte man darüber ein bisschen hinwegsehen. Da bist du dann halt auch mal TC8 gefahren, im BMW zum Beispiel, was schon näher so ein bisschen auch an die Realität rankommt. Weswegen du dann schon gesagt hast, okay, ist in Ordnung, das mit den Setups, hey, okay, nehmen wir dann halt einfach in Kauf. Und dann kommen wir ja zu dem Punkt, wo du irgendwann nach 2 Runden fahren, deine Reifen einfach tot sind und du auf ein Luftkissenboot fährst und dann, du sitzt da halt einfach, es gibt Menschen da draußen, die haben einfach Betonfüße. Und für die ist dieser Patch einfach absoluter Quark mit Soße. Weil du kannst deine Helferchen, die ja genau deswegen in den Autos drinne sind, kannst du ja dann nicht mehr benutzen. Also kannst du schon, aber dann bist du halt einfach 8 Sekunden langsamer als alle anderen. Das heißt ja, im Grunde genommen bist du nicht wirklich konkurrenzfähig. So, wenn du jetzt, sag ich mal, bei 1.8, da nehmen wir jetzt einfach mal Silverstone, das war in ACC mit einer meiner stärksten Strecken. Die Leute, die waren bei, weiß der Geier jetzt aus dem Kopf, was sie für Zeiten hatten, und du warst 300stel bis 400stel langsamer. Total cool. Dann konntest du da mitfahren und hast aber einen TC mehr gehabt, weil du einen Betonfuß hattest, damit die Helferchen dir helfen. Jetzt sind die Helferchen aber aus, damit du so schnell fahren kannst. Das heißt ja, du kommst mit dem Patch, kommst du da rein, machst den ganzen Philippans aus in dem Auto und fährst ja eigentlich komplett roh. Also du fährst ja wirklich nackt. Du fährst ohne ABS an manchen Stellen oder ABS 1 oder mit TC0. So, aber was soll das? Das hat doch mit Fahren nachher nichts mehr zu tun. Oder um Kurven rumdriften und sliden. Also, da kann man sagen, die Simulation ist total tippitoppi-galoppi und man fuchst sich da rein oder das ist irgendein Skill-Issue, also was mir zu meinem Wechsel damals auch sehr viel gesagt hat. Du, ganz ehrlich, dann habe ich halt selber einen Skill-Issue, aber ich möchte ja simulieren und so nah wie möglich an der Realität dran. Und das heißt nicht, dass ich im Regen TC0 fahre oder meine Reifen nach 2 Runden tot sind oder ich halt die ganze Zeit wirklich mich so fühle, als wenn ich, ja, weiß ich nicht, rumrutsche und Schlittschuh fahre. Und das ist halt mit 1.9 passiert. So. Und sie haben seit 1.9, und das ist jetzt ein Jahr und fast einen Monat her, haben sie es nicht auf die Kette gekriegt, das wieder zurückzumachen. Und was mich persönlich daran am meisten gestört hat, wo ich dann für mich den Nagel an den Kopf gehangen habe, ich kann mich noch an Ares von Ares ein Video erinnern, wo die Physik, die sie geändert haben, als der Shit angepriesen wurde. Wir simulieren jetzt dies, das, Ananas, alles viel geiler und schöner und besser. Und gefühlt 3 Wochen später war der gar nicht mehr bei Kunos. Und seitdem kommuniziert Kunos, und das ist jetzt schon fast ein Jahr, nix mit niemandem. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, da sitzen Leute wie einen Jadir, einen Mabix, meine Wenigkeit jetzt zu der Endzeit von ACC sitzt du halt da auch an einem Wochenende mit über 1000 Zuschauern.
die sich das angucken, bis quasi sozusagen ein Ambassador dieser Sim, und die kommunizieren einfach gar nichts. Das wird da hingeklatscht und dann ist tote Hose. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja gut, was sollen wir auch mit denen kommunizieren, ist ja scheißegal, ist ja unser Game, unsere Sim. Aber wenn du doch die Möglichkeit hast, dass du solche Ambassador für deine Sim hast, dann kommunizier doch wenigstens mit denen. Und es ist ja nicht so, als wenn da keine konstruktive Kritik eingeht, ne? Dass Leute sagen, hey, das haut jetzt hier irgendwie nicht so gut hin, wäre schön, wenn wir da vielleicht irgendwas machen können. Aber da ist ja einfach Funkstille in dem Schacht. Da ist einfach nichts los. Das heißt ja, im Grunde genommen, für mich jetzt auch noch, und ich sehe das ja immer komplett nüchtern, ich habe es nur verlernt oder musste es erst über die letzten Jahre lernen, das zu kommunizieren. Für mich jetzt sieht das so aus wie friss oder stirb. Hier, nimm den Scheiß, fahr den Müll, LFM regelt das schon und gut ist der Bums. So, und dann sage ich mir am Ende, ja, also Freunde der Sonne, wenn ihr so mit den Leuten umgehen möchtet, mit der Community, ja, du, dann gehe ich halt einfach. Weil mir macht das halt keinen Spaß und ich möchte das nicht machen. Ich will nicht, dass ihr das so macht, wie ich das jetzt haben möchte, beziehungsweise wollen würde. Aber es wäre halt trotzdem ganz nett, wenn ihr mit uns mal reden würdet und wir einen Dialog führen. Weil am Ende sind das die Leute, die euch diese ganzen Spieler gebracht haben und die einen Großteil eurer Kopien verkauft haben. Und das ist jetzt einfach mal schlichtweg realistisch gesprochen. Die Games, die verkauft wurden, habt ihr Menschen wie dem jungen Mann dort auf dem Bildschirm zu verdanken. Einen Jadir, einen Niklas Huben und wie sie alle heißen. Da kommen die Verkäufe her. Und dann natürlich logischerweise später, ne, also im Laufe der Zeit, als LFM noch dazugekommen ist mit den ganzen großen Events, da kommt das her. Und das ist der Dank? Weiß ich nicht. Finde ich jetzt persönlich nicht so schön, aber das bin vielleicht ich und ich sehe das immer ein bisschen, ja, rapide, vielleicht ein bisschen schwarz-weiß, aber für mich, also ich persönlich fühlte mich irgendwann einfach im Stich gelassen. Und dann habe ich auch den ganzen Zorn bei dem Wechsel habe ich auf mich genommen, habe gesagt, ey, okay, dann habe ich halt ein Skill-Issue und ab dem Punkt habe ich auch immer gesagt, ey, ich bin halt einfach zu glatt, das zu fahren. Ihr könnt das, okay, ich kann das nicht. Und um das gleich aus den Wind aus den Segeln zu nehmen, es gibt da draußen keine Sim, die hundertprozentig gefixt ist. Ne? Falls jetzt irgendjemand denkt, dass ich hier wieder sitze und sage, iRacing ist der Shit, nee, absolut gar nicht. Das Reifenmodell ist auch immer noch eine absolute Katastrophe und die Physik hat hier und da auch so seine Probleme und das gilt für alle anderen Sims auch. Alle anderen. Jede Sim hat seine Probleme, es ist aber immer noch eine Frage, wie die Menschen nach draußen kommunizieren. Das beste Beispiel momentan ist LMU. Das Spiel oder die Sim ist wirklich in einem, weiß ich auch nicht, für einen Zustand. Also es ist weder gut noch super katastrophal, irgendwas dazwischen. Aber zumindest kommunizieren die mit dir. Du kannst dir da durchlesen, ey, wir haben euch gehört, wir wissen noch nicht, wie wir das fixen. Wir sind aber dran und wir haben währenddessen dies, das und anderes gemacht. Auch da kann man sich über die ganzen DLC-Politik streiten. Kann man machen, ist alles okay, kann jeder machen, wie er selber will. Und das auch für sich entscheiden und das ist auch gut so, denn jeder soll das fahren, was ihm Spaß macht. Am Ende ist aber der wichtige Punkt, Leute reden mit dir. Kommunikation. Und das ist ja hier überhaupt nicht vorhanden. Geht sogar so weit, dass er sagt, Rennsport ist für ihn weit über ACC momentan und auch ein iRacing fährt er, wo ich ihn eigentlich nie gesehen habe, momentan lieber als ein ACC. Und der Punkt ist ja jetzt gerade auch, ich glaube, deswegen ist das jetzt gerade auch der Zeitpunkt, warum er das schreibt. ACC und die SRO-Season zum Beispiel, alles neigt sich gerade so ein bisschen im Ende und ja, man weiß, dass ACC ja nicht mehr, was zum Beispiel das Thema Fahrphysik, nicht mehr großartig weiterentwickelt wird. Also es wird nicht nochmal einen Rundumschlag geben, wo das Ganze nochmal komplett gefixt wird oder so, jo, sondern es wird zu 99% so bestehen bleiben, wie es jetzt gerade ist. Und ich glaube, deswegen ist jetzt gerade jeder so in dieser Phase, wie geht es weiter? Ne, was haben wir jetzt erstmal für Möglichkeiten noch in ACC irgendwie? Und da sind gerade auch die E-Sportler alle so am Überlegen, ja, ey, welchen Stand haben wir jetzt gerade und wo geht die Reise hin? Wie gesagt, das ist die reine Sicht eines E-Sportlers und deswegen muss man das natürlich so ein bisschen differenzieren. Ich persönlich sage auch, dass ACC sich von einem reinen Fahrgefühl, also dazu zähle ich das Force Feedback und einfach, was einem persönlich natürlich auch liegt, da fand ich persönlich auch die vorherigen Versionen in ACC vom reinen Fahren her und vom Gefühl her viel besser. Aber gleichzeitig hat uns ACC trotzdem auch in 1.9 geiles Racing geboten oder generell auch viel Spaß bereitet. Aber natürlich auch hier und da eine Menge Kopfschmerzen. Ich persönlich sage, ACC ist nach wie vor eine sehr geile GT-Simulation und für
95% aller Fahrer da draußen wird dieser Tweet von Dial McCormack nicht relevant sein. Denn diese Punkte, über die er da spricht, das betrifft halt meistens die Leute, die vielleicht schon tausende Stunden in ACC haben oder halt E-Sportler, die wirklich immer ans Limit gehen müssen von der Fahrphysik oder generell von der Zeit, die sie da rein investieren. Deswegen, ihr müsst keine Angst haben, alle, die das jetzt hier sehen, ACC für gerade auch für den Preis, für die Leistung, auch in Kombination mit LFM, da könnt ihr nichts falsch machen, wenn ihr unbedingt GT3 fahren wollt und da einfach geiles Racing erleben wollt. Aber ich kann gleichzeitig trotzdem verstehen, was der Kollege damit meint und was er fühlt. Denn ich habe ja auch einige Parallelen zu ihm, zu seinen Worten, zu seinen Gefühlen, die er da hat. Habe ich auch einige Parallelen euch genannt, die ich genauso sehe in meinem letzten Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt es hier auf jeden Fall aus. Ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Marvix. Haut rein und ciao, ciao. Das wird zuhauf in den nächsten Monaten passieren. Das wird riesengroß, die Bewegung. Und riesengroß im Content-Creator-Bereich. Und damit werden auch sehr viele Menschen woanders hingezogen. Du merkst halt auch einfach auf Dauer als Content-Creator, wenn du schlechte Laune hast und dich das einfach richtig anfickt, dann bricht dein ganzer Content und auch alles, was aus geschäftlicher Sicht damit zu tun hat, zusammen. Und dann werden wir in der nächsten Zeit die Bewegung sehen, woanders hin. Und für Online-Racing, und das ist jetzt wirklich komplett nüchtern betrachtet, ohne meine Präferenz für irgendetwas zu äußern, der Boom wird Ende diesen Jahres und Anfang nächsten Jahres in iRacing reingehen. Und da werden Ligen aus dem Boden gestampft, da wird E-Sports kommen, da werden richtig fette Events stattfinden, weil das jetzt gerade aktuell der Way to go ist. Und auch wenn das überhaupt nicht schmeckt und das vielleicht einigen Menschen nicht so gut gefallen wird, und ich rede jetzt wirklich von den großen Events, die werden alle shiften auf iRacing.